begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die palästinensische Führung hat sich kurzfristig zu direkten Gesprächen mit Israel bereit erklärt. Am Montag wandte sie sich per Brief an das Nahostquartett. Die Friedensgespräche waren 2014 zum Erliegen gekommen. Die Autonomiebehörde erklärte sich zu kleineren Gebietsaustauschen bereit. Das Angebot werde jedoch gegenstandslos, sobald Israel mit der Annexion palästinensischen Territoriums beginne. Privatunternehmen aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zusammenarbeiten. Das verkündeten beide Länder. Dabei werde es um Kooperationen in Forschung und Technologie gehen, die das Gesundheitswesen der gesamten Region verbessern könnten. Die Kooperation werde ein Segen für viele Menschen sein, erklärte Israels Premierminister Netanyahu. Zwei Babys sind im Gazastreifen an einer Herzkrankheit gestorben, weil die palästinensische Autonomiebehörde die Zusammenarbeit mit Israel eingestellt hat. Sie protestiert auf diese Weise dagegen, dass die israelische Regierung eine Annexion von Teilen des Westjordanlands anstrebt. Ein 8 Monate alter Junge sollte Ende Mai in Israel operiert werden, aber die Reise wurde verhindert, weil die Koordinierung beendet ist. Menschenrechtsgruppen setzten sich erfolgreich für einen neuen Termin ein, doch am 18. Juni starb das Baby 3 Tage vor der geplanten Operation. Ein weiteres Baby starb mit nur 9 Tagen aus ähnlichen Gründen. Israel hat dem evangelikalen Sender God TV die Ausstrahlungsrechte entzogen. Die Entscheidung traf der Rat für Kabel- und Satellitenfernsehen für den hebräischsprachigen Ableger Shelanu TV. Grund dafür sind Vorwürfe, der Sender betreibe Judenmissionen. Das entspreche nicht den Lizenzbedingungen. God TV weist die Vorwürfe zurück. Israelische Archäologen haben unter der Jerusalemer Klagemauer ein jordanisches Waffenversteck gefunden. Es stammt vermutlich aus der Zeit des Sechstagekrieges von 1967. Die Forscher waren bei der Freilegung einer Zisterne im Tunnelsystem unter der Klagemauer auf das Versteck gestoßen. Es beinhaltet unter anderem 10 Magazine für ein leichtes Maschinengewehr sowie 2 Bajonette. Die Archäologen vermuten, dass die Waffen von jordanischen Soldaten versteckt wurden, als die israelische Armee die Altstadt eroberte. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.